Mit welchem Versuchsaufbau würdet ihr die Wellenlänge eines Lasers vermessen? Na klar, der Doppelspaltversuch bietet sich hier wunderbar an. Aber es gibt noch das Michelson-Interferometer. Das schauen wir uns etwas genauer an. Was brauchen wir für den Versuchsaufbau des Michelson-Interferometers? Eine Strahlungsquelle mit monochromatischem Licht, also Licht mit nur einer Wellenlänge. Ein Laser bietet sich hier an. Dann brauchen wir zwei vollständig reflektierende Spiegel, einen Detektor und einen halbdurchlässigen und damit halbreflektierenden Spiegel. Den haben wir grau gemacht, um ihn von den normalen Spiegeln zu unterscheiden. Das Ganze bauen wir nun wie folgt auf. An die Ecken kommen jeweils der Laser, der Detektor und die zwei vollständig reflektierenden Spiegel. In die Mitte legen wir jetzt ganz schräg den halbdurchlässigen Spiegel rein. Bums, fertig, aus, so sieht's aus. Wie wird das Licht laufen, wenn wir den Laser anschalten? Achtung, jetzt volle Konzentration. Als erstes geht der Strahl vom Laser auf den halbdurchlässigen Spiegel. Am halbdurchlässigen Spiegel wird jetzt, wie der Name schon sagt, die Hälfte des Lichtes durchgelassen. Die andere Hälfte wird reflektiert. Der blaue Strahl kommt dann rechts an den Spiegel und wird da komplett reflektiert. Der rote oben wird auch komplett reflektiert. Oben ist ja auch ein vollständig reflektierender Spiegel. Somit fallen beide zurück wieder in die Mitte. Jetzt wird's interessant. Am halb reflektierenden Spiegel wird das Licht ja wieder halb reflektiert und halb durchgelassen. Zuerst zeichnen wir mal die beiden neuen Strahlen des roten Strahls ein. Die eine Hälfte geht nach unten normal durch. Die andere wird nach links reflektiert. Beim blauen geht die Hälfte nach links durch und der andere wird auch nach unten reflektiert. Zwei der neuen Strahlen gehen ins Nirgendwo. Die jucken uns jetzt mal nicht. Die zwei anderen Strahlen passen aber genau übereinander. Sie überlagern sich, sprich Interferenz, und treffen gemeinsam auf den Detektor. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir aus diesem Versuchsaufbau die Wellenlänge des Lasers feststellen können. Ich verrat's euch mal, dass das Wort Interferenz schon mal ein guter Ansatz ist. Überlegen wir mal, was passiert, wenn der blaue Weg und der rote Weg gleich lang sind. Dann haben wir einen Wegunterschied und somit Gangunterschied Delta von 0. Die Wellen werden beim Überlagern direkt in Phase laufen und es wird zu konstruktiver Interferenz kommen. Das hilft uns aber noch nicht so wirklich weiter. Viel praktischer wäre es zu wissen, wann denn destruktive Interferenz herrscht. Dann muss nämlich der Gangunterschied genau Lambda halbe betragen, also eine halbe Wellenlänge. Wenn das gilt, dann löschen sich beide Wellen aus und im Detektor kommt nichts an. Was gilt dann für die beiden Wege? Der blaue Weg muss dann um genau Lambda halbe kürzer oder länger sein als der rote Weg. Ob jetzt Plus oder Minus ist, egal, solange wir den Gangunterschied von Lambda halbe realisieren. Wie wir den Gangunterschied hinbekommen, ist klar. Wir müssen einfach einen der Spiegel nach vorne oder hinten verschieben. Schon haben wir beim einen Spiegel einen längeren Weg und es kommt zu einem Gangunterschied. Jetzt noch eine wichtige Überlegung. Um wie viel muss ich einen Spiegel verschieben, um einen Gangunterschied von Lambda halbe zu erreichen? Der Weg L ist ja hin und zurück, also ist nur hin L halbe. Wollen wir also einen Gangunterschied von Lambda halbe erreichen, so dürfen wir den Spiegel nur um Lambda Viertel verschieben. Weil wir Lambda Viertel hin und Lambda Viertel wieder zurückgehen müssen und somit insgesamt Lambda halbe mehr laufen. Nice, so viel zur Theorie. Rechnen wir noch ein Beispiel dazu. Wenn wir einen Spiegel um exakt 200 Nanometer verschieben, so kommen wir von einem Interferenzmaximum zu einem Interferenzminimum. Welche Frequenz hat das Licht? Wenn wir den Spiegel um 200 Nanometer für ein Minimum verschieben, dann bedeutet das, wir haben einen Gangunterschied von 400 Nanometern. Wir haben ja gerade gesehen, der Gangunterschied ist dann das Doppelte, weil ja hin und zurück geht. Dieser Gangunterschied entspricht Lambda halbe für ein Minimum. Das stellen wir nach Lambda um. Lambda ist dann zweimal der Gangunterschied. Das sind 800 Nanometer. Jetzt benutzen wir noch die Formel C gleich Lambda mal F. Damit können wir dann die Frequenz berechnen. Die Frequenz ist dann die Lichtgeschwindigkeit durch die Wellenlänge. Also grob 3 mal 10 hoch 8 Meter durch Sekunde durch 800 Nanometer. Da kommen dann 375 Terahertz raus. Drückt ruhig Pause und rechnet das mal selbst. Da kann man schnell mit den Einheiten durcheinander kommen. Um so kleine Gangunterschiede zu messen, muss das Interferometer natürlich hochauflösend sein. Aber das ist die Sorge von Ingenieuren. Ihr könnt damit rechnen, das zählt. Was müsst ihr euch jetzt merken? Dieses Bild solltet ihr im Kopf haben, wenn es ums Michelson-Interferometer geht. Wollen wir die Wellenlänge des benutzten Lichtes herausbekommen, so müssen wir einen der Spiegel so lange verschieben, bis wir auf ein Interferenzminimum treffen.
Der Weg, um den wir den Spiegel verschoben haben, entspricht dann genau Lambda-Viertel. Da dieses Thema eines der letzten zur Interferenz im Abi ist, seid ihr nun bereit für die Quantenphysik. Dazu steigt ihr am besten mit diesem Video zum Fotoeffekt ein. Für dessen Deutung hat Albert Einstein den Nobelpreis bekommen. Also scheint er wichtig zu sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Like und erzählt euren Freunden, Eltern, Geschwistern, Pfarrer, Trainer und so weiter von uns. Ich sag danke, adieu und bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.